Ich bin schon wieder da, weil kaum wollte ich Google Earth ausmachen, habe ich sofort entdeckt, dass nur 17 Kilometer entfernt von diesem Ringanlage, nenne ich die mal einfach, entfernt haben wir halt diesen Klussfelsen, was ja eigentlich so Mini-Externsteine sind. Weil, wenn man sich das anschaut, okay, das sind die Fotos, hier habt ihr zum Beispiel auch mehrere Räume, einfach diese Felsen und wurde natürlich umgebaut zur Kapelle. Ja. Aber im Grunde genommen ist das hundertprozentig auch was Vorchristliches gewesen. Da ist noch so eine Räumlichkeit, würde ich gerne alles so sehen, ne, was da noch unter der Erde ist. Würde ich nur ein paar Bilder zeigen, wie man sieht, eindeutig. Ich weiß jetzt nicht genau, was neuer ist natürlich, ne, weil wer weiß, was die da weggemacht haben, umgebaut haben. Ja, aber es ist hier wieder, das sind gerade mal 17 Kilometer. Ne? Das ist ja wirklich, ne, gar nichts, wenn man ehrlich ist. Ja, und ja, da kommt immer was dazu natürlich. Ich bin jetzt nicht so lange damit beschäftigt, ich bin jetzt erstmal nur zwischendurch ein bisschen. Aber ja, da sieht man, da habe ich so Lücken sind da. Ich habe nicht alles hier markiert natürlich. Hier seht ihr das nächste: Großsteingrab, Hügelgräberfeld, okay, Deponie, aber so ist das hier. Okay, Kirche ist manchmal auch so ein Indiz auf etwas, aber dann, wenn das auf der Linie steht. Trotzdem wollte ich nur zeigen, das ist schon sehr auffällig, ne? Vor allem hier Gipfel. Brocken, ich hätte fast Brocken Moon gesagt, weil das ist so eine Band, von der ich sehr ein Album sehr mag. Ja, solche Dinger sieht man dann auch am diesen Klussfelsen. Also hier fällt das auf. Etwas wurde entfernt. Oder das war halt so eine Scheintür irgendwie. Keine Ahnung. Da oben sind Räumlichkeiten, da ist so eine Brücke aus. So ein Menhir oder so gemacht. Ach stimmt, das kann ich doch größer machen. Aber das ist hier, ne, so auffällig. Und da sind auch irgendwelche Spuren. Komische. Auf jeden Fall gibt es da mehrere Treppen auch. Ja, jetzt kommt aber nochmal dieser Klussfelsen dazu. Der ist auch dann wieder, ich sag mal kurz, der ist 40 Kilometer von hier entfernt zwar. Aber was ist das schon wieder? Ja, hier ist der. Der Klussfelsen, das ist der andere. Und im Schatten der Eckhexen. Und da haben wir wieder mal sowas, ne? Direkt. Solche. Ja, Bauwerke sind das nicht, aber es sind umgebaute. Es waren Kultanlagen, eindeutig. Oder Wohnhöhlen und sonst was. Teufelskanzel habt ihr hier auch noch. Ja, ich zeig das direkt hier. Da seht ihr, was da noch übrig geblieben ist. Ist schon sehr beeindruckend, wenn man sich das hier so anschaut. Und wie ihr seht, sind das noch ziemlich große Räume dort. Man hat da ein paar Stützpfeiler reingebaut. Also hier ist das gemauert, weil das uralt ist und wer weiß, was die da alles gemacht haben. Aber schaut euch das mal hier an. Was für eine Tempelanlage eigentlich, wenn man ehrlich ist. Fast schon beeindruckender als die Externsteine, wenn man das Ganze betrachtet dort. Hier kann man noch erkennen, wie groß das eigentlich früher war. Wahrscheinlich ist das alles zerstört, verwittert, wie auch immer. Na, wahrscheinlich die Mischung von diesen, die Kombination aus Zerstörung und Verwitterung. Aber es ist schon beeindruckend, wie es dort auch aussieht. Und wieder ist es um die Ecke. Also langsam reicht es, ja, aber da kann wirklich zum Teil eigentlich schon fast mit den Externsteinen mithalten. Da hier vor allem wie so eine alte Burg, was schon. Ja, gut, möchte nicht unnötig jetzt in die Länge ziehen, aber ich finde, das ist schon sehr viel und sehr auffällig. Habt ihr die nächste Sandsteinhülle, ne? Und so weiter. Und hier ist das, ja, ich sag nicht das Zentrum, aber auffällig. Auffällig, auffällig.
Ja, gut. Tschüss erstmal wieder.